Oh, der Polizeihubschrauber kommt auch schön. Und ich mal sagen, Krieg auf, Niederhof! Am Anfang wieder die Pflicht vor der Kür. Kein Alkohol, keine Hunde, ausgenommen Lindenhunde und Funktionshunde. Keine Fahrräder sind erlaubt. Jetzt und nachher auf unserem kleinen Spaziergang. Den Weisungen von mir und von den Ordnern ist Folge zu leisten, sowie von den Beamten und Ordnungsamtkräften, die heute mit anwesend sind. Und bitte gewaltfrei und friedlich. Die Spaziergangsroute führt heute auch wieder am Asylheim, Fachkräfteunterkunft vorbei. Bitte auch dort Provokationen unterlassen. Wir wollen keine Vorlage bieten. Danke. Ja. Erstmal herzliche Grüße vom Bürgermeister. Er kann heute leider nicht da sein. Die haben Kreisparteitag. Er bestellt aber seine Grüße. Ich habe mich auch im Vorfeld wieder kurzfristig mit ihm abgestimmt und habe die Informationen, die wir gesammelt haben, mir auch nochmal bestätigen lassen. Ich würde sagen, wir warten nochmal ganz kurz, bis die Polizei ihre Ehrenrunde gedreht hat. Oder es ist die Studentenaktion verzählt und die schreiben morgen wieder 150 Mann sind anwesend. Man weiß es nicht. Gut. Ich habe euch letzte Woche gesagt, aktuelle Infos aus dem Dorf wollen wir für euch sammeln. Das haben wir auch getan. Ich würde aber in meinen Augen das wichtige Thema aktuelle Infos aus dem Dorf, aus der Region hinten ranstellen. Das hat auch einen Grund. Ich beginne jetzt einfach mal mit dem, was ich euch sagen will. Mir ist es, weiß Gott, noch nie so schwer gefallen, die richtigen Worte für den heutigen Abend zu finden. Also die ganzen Veranstaltungen, die mir vorher waren, die ganze Veranstaltung, wo wir als Niederdorfer, wo ich persönlich als Redner eingeladen wurde, ist mir wesentlich leichter gefallen. Ich fange einfach mal an. Die Politik ist nicht ein schmutziges Geschäft, die Politik ist das schmutzige Geschäft. Demokratie, Mitbestimmung, Mitspracherecht sind Sachen, die wir endlich haben wollen. Persönlichkeiten, Führungspersönlichkeiten, Politiker mit Rückgrat, welche nicht nur die Meinung ihrer Partei voranpeitschen, nicht nur stumpf ihre eigene Meinung und Überzeugung in den Vordergrund stellen, Menschen mit Geist, Menschen mit Weitsicht, mit Dialog und Kompromissbereitschaft, das ist das, denke ich, was wir uns alle wünschen. Obwohl ich als Kopf dieser Demo von euch allen, wie ihr hier seid, wahrgenommen werde und auch von allen, die heute nicht hier sind, heißt es noch lange nicht, dass meine Meinung die Meinung aller ist, die hier stehen, beziehungsweise derer, die in diesem Dorf wohnen. Das Dorf ist aktuell in drei Teile zerfallen. Wir haben Gegner der Asylpolitik. Da würde ich mal sagen, da schätze ich uns hier ein. Und wir haben Gegner der Asylpolitik, die gleichzeitig Gegner dieser Demonstration hier sind. Und wir haben, sagen wir mal, die Asylfreunde. Diese drei Gruppen haben wir aktuell in unserem Niederdorf. Weltoffenheit, Toleranz, Gesprächs- und Kompromissbereitschaft wird vor allem von der letzteren Gruppe, den sogenannten, ich nenne sie Asylfreunden, uns vorgeworfen, dass wir das nicht können, dass wir das nicht wollen. Das Problem, was aber besteht, ist, die Leute sprechen uns nicht persönlich an. Mit uns meine ich mich als Redner von Niederdorf, ein Heinrich René, ein Wolesen-Jörg, ein Dienel-André, ich sag mal uns vier, die das hier auf die Beine stellen. Wir werden nicht persönlich angesprochen, sondern es wird über uns geredet. Wenn wir am Flyer verteilen sind, treffen wir auch auf die Menschen, die für die aktuelle Asylpolitik sprechen und die auch für dieses Heim in Niederdorf sind. Selbst da bekommen wir kein vernünftiges Gespräch zustande. Es wird auch behauptet, dass wo am Donnerstag der letzte Bus gekommen ist, sprich gestern, wo wir neue Zuwachs im Dorf bekommen haben, dass wir da gestanden hätten und hätten das Wort Kanacken in den Mund gerufen und hätten dort die übelsten Beschimpfungen losgelassen.
Das stimmt so nicht. Es standen uns mindestens 7 Beamte gegenüber, die haben uns auch gefilmt. Wer es nicht glaubt, kann gerne an der Polizeibehörde in Störberg anrufen. Das sind aktuell die Probleme, mit denen wir im Dorf zu kämpfen haben. Und es gibt generell im Dorf die Meinung, dass bei dieser Demonstration nur Rechtsradikale anwesend sind. Deswegen frage ich jetzt euch, stimmt das? Nein! Richtig. Jawohl, Herr Monser. Und eben weil es nicht so ist und weil wir dialogbereit sind und weil wir kompromissbereit sind und weil es uns vier und ich denke mal jeden Einzelnen, der hier steht, nicht das Ziel ist, dass wir unser Dorf spalten, aber dennoch die Leute, die mit der gegenwärtigen Flüchtlingspolitik auch ein Problem haben und weil wir auch um die Symbolkraft der Nationalhymne wissen, werden wir sie weiterhin spielen, aber nur die dritte Strophe, um den Leuten zu zeigen, dass wir nicht rechtsradikal sind, sondern nur versuchen, unserer Meinung Ausdruck zu verleihen und unseren Nationalstolz nicht vergessen, sondern wieder gesund beleben wollen. Ich persönlich, und ich denke, ihr, die hier steht, habt auch kein Problem damit, dass wir die erste Strophe und die zweite Strophe spielen. Weil die geschichtliche Relevanz dieser Hymne weit über die Geschichte des 20. Jahrhunderts hinausgeht. Ich weiß, dass es hier im Dorf Menschen gibt, die ein Problem damit haben, dass wir die erste Strophe spielen. Obwohl wir auch gegen die aktuelle Flüchtlingspolitik demonstrieren. Und es geht hier nicht um eine einzelne Meinung, es geht hier nicht um meine Meinung, es geht um die Meinung der Gemeinschaft, es geht um die Meinung von Niederdorf. Und deswegen werden wir heute nur die dritte Strophe spielen. Es ist ein Kompromiss, den ich an allen sende, die jetzt hinter dem Fenster stehen, die in den Ecken hocken, die vielleicht noch gerade hier unter uns sind, die eigentlich nie auf die Demo kommen wollen. Wir signalisieren Kompromissbereitschaft. Das, was ihr immer wollt, das machen wir jetzt, weil wir da nichts dagegen haben. Weil wir reden nicht hinter euren Rücken, wir suchen das Gespräch und versuchen eine gemeinsame Lösung zu finden. Deswegen unser Kompromissangebot, wenn ihr genauso denkt wie wir, was ihr in Telefongesprächen erzählt, wenn ihr beispielsweise Ortsvorsteher anruft, was ihr erzählt, wenn ihr außerhalb von Niederdorf unterwegs seid, ihr seid der gleichen Meinung wie wir, stuft uns aber als rechtsradikal ein, weil wir die Hymne spielen. Der Kompromiss, dritte Strophe. Ich bin gespannt, ob wir nächste Woche mehr sind und ob die Leute auch dann endlich mal Mut haben, zu ihrer Meinung zu stehen. Und dass es nicht heißt, dass wir Spalter sind im Dorf und das Dorf auseinanderreißen, sondern dass wir das Dorf gemeinsam durch die schwere Zeit führen wollen. Und ich hoffe, die heute alle hier stehen, betrachten mich jetzt nicht als Wendehals, sondern unser Ansinn und vor allen Dingen mein Ansinn ist es nicht, dass wir das Dorf in Lager spalten. Ich denke mal, damit ist niemandem geholfen. Wie gesagt, wir gehen nun diesen Schritt und ich hoffe, ihr mit. Denn die Demo, das bin nicht ich, das ist nicht der Jörg, das ist nicht der René, das ist nicht der André. Das sind wir alle, jeder Einzelne, der hier steht. Das macht die Bürgerbewegung, das macht diese Demo, die wir hier auf die Beine stellen, aus. Und lasst uns bitte weitermachen. Denn das Ziel ist das Gleiche. Aber bitte, wie ich es vorhin schon gesagt habe, lasst uns das Dorf nicht teilen und lasst uns weiter unseren Unmut kundtun. Lasst uns auf die Straße gehen, gegen unsere Politik wehren, aufpassen, dass hier alles im Dorf ruhig bleibt, dass es sicher und friedlich bleibt und lasst uns bitte standhaft bleiben und lasst uns nicht verdrängen. Das wäre ein sehr großes Anliegen von mir. Jetzt versteht auch meine eingehenden Worte, dass es schwierig war, die Worte für den heutigen Abend zu finden. Mir ist es aber, wie gesagt, ein sehr großes Anliegen, dass wir das Dorf nicht spalten. Julina und Erik, ihr werdet von euren Eltern gesucht. Bitte am Rosterstand einfinden. Also wenn ihr hier mal zwei Kinder rumirren seht, Julina und Erik, Rosterstand. Gut. Wie gesagt, die Worte sind mir ziemlich schwer gefallen. Ich möchte wirklich auch ganz ehrlich gesagt, ich sage euch jetzt die ehrlichen Worte, ich habe jetzt noch Brandnotiz gemacht, was im Dorf vorgefallen ist. Ich habe noch ein kleines Abschlusskredo verfasst, was mir sehr am Herzen liegt, was ich euch mitteilen will. Aber
Stellt mich bitte näher als Wendehals oder sonst irgendwas hin. Wenn es nach mir geht, dann würden wir durchs Dorf ziehen, wir würden weiter die drei Strophen der Nationalhymne spielen. Steht da immer noch voll dahinter. Das hat nichts mit dem Hitler- und Nazi-Regime zu tun. Die Hymne ist einfach nur durch den Dreck gezogen worden. Unsere aktuelle Politik macht es mit. Aber für den Dorffrieden ist es der Kompromiss, den wir senden, damit das Dorf endlich wieder richtig zusammenwächst. Gut. Ihr könnt ruhig klatschen, Applaus kostet nichts. Ja, aktuelle Infos zum Dorf. Ich glaube, da brennen alle drauf. Es ist viel passiert, aber eigentlich ist auch nicht viel passiert. Zur Demo letzte Woche erstmal. Wir hatten ein paar Leute vorne weglaufen, die haben gerufen, wir wollen keine Asylantenheime. Ganz hinten wurde allerdings verstanden, wir wollen keine Asylantenschweine. Es war ein langer Zug, die haben wirklich vorne Heime geschrien. Ich bin ganz vorne mitgelaufen. An alle die, die hinten gelaufen sind, es wurde nicht Schweine gerufen. Ich wollte das nur noch mal klarstellen, nicht, dass ihr irgendeine Meinung wieder kursiert, die so nicht stimmt. Ja, wir hatten letzte Woche die Demo, die Veranstaltung hier wieder gemacht. Da war ja der erste Einzug hier im Niederdorf. Nächsten Tag habt ihr sicherlich alle in der freien Presse gelesen, einige wenige Demonstranten haben versucht, die Ankunft der Flüchtlinge zu verhindern. Ich habe früh 6.30 Uhr die Nachricht bekommen, das stimmte nicht. Es gab dann zwei Möglichkeiten, entweder ich beschwere mich bei der freien Presse, das wäre der einfachste Weg gewesen, weil der Herr Oechsner hat den Artikel verfasst, aber der Herr Oechsner hat sich auf eine Aussage vom Landratsamt berufen. Also habe ich Beschwerde eingelegt bei der Pressestelle im Landratsamt. Diejenigen von euch, die bei Facebook sind, ich habe diesen E-Mail-Verkehr öffentlich gemacht, damit jeder auch das klar nachvollziehen kann. Ich habe ein paar Stunden später eine Entschuldigung vom Landratsamt bekommen, dass da eine Fehlinformation vorlag und dass sie sich dafür entschuldigen. Da ich mir dachte, dass die damit versuchen zu sagen, okay, damit ist das Ding vorbei, habe ich natürlich noch eine Antwort geschickt, habe mich bedankt. Ich sag mal, zu einer Entschuldigung gehört Mut, muss man auch achtmal auf die Beine stellen, diese Worte zu finden. Und habe dann gesagt, ich hoffe, dass unser Dorf eine baldige Richtigstellung in der Presse lesen kann. Am Montag war es dann soweit, es war zwar nur ein kleiner Artikel, aber sie haben ihre Aussage revidiert und gesagt, dass es so nicht war. Für mich ist das ein kleiner Sieg, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich weiß, dass wir mit den Veranstaltungen hier viele Geister rufen, wie man so schön sagt. Ich verspreche euch aber auch, ich versuche die Geister wieder zu vertreiben. Generell die Anschauung von unserem Ort außerhalb, ich habe mich auch mit anderen Bürgermeistern und umliegenden Gemeinden unterhalten, wir werden nicht als rechts angesehen. Und denkt alle einfach mal ganz kurz drüber nach. Wir haben eine Demonstration, die hier wiederholt stattfindet. Wir tragen Fackeln dabei, die Feuerwehr ist mitgelaufen. Wir haben alle drei Strophen der deutschen Nationalhymne gespielt. Und niemand hat uns durch die Presse gezogen und hat gesagt, Niederdorf gehen Nazis auf der Straße und spielen die Hymne. Ohne Grund werden sie es wohl nicht machen. Dann können wir ja wohl nicht so falsch liegen mit der Meinung, die wir zum Ausdruck bringen. Ja, was war noch letzte Woche los? An dem Tag, wo der Einzug war letzte Woche, haben auch zwei Familien den Einzug verweigert. Das lag allerdings nicht an den Frauen, die da mit waren. Da war unter anderem eine Frau dabei, die war schwanger. Das lag an den Herren, die dabei waren. Von den Familien, also die Männer der Familien, sag ich mal. Die wollten nicht in das Heim rein. Bei ihnen wurden Wohnungen versprochen. Die müssen wohl dann über Nacht draußen kampiert haben. Sind dann aber doch in die Unterkünfte eingezogen. Jeder, der schon mal drinnen war zum Tag der offenen Tür oder der die Bilder in der Presse gesehen hat. Ich glaube, dafür muss sich keiner schämen. Das sind wirklich Top-Unterkünfte. Da wurde echt Geld in die Hand genommen. Generell meine Meinung zur Koordination. Was ich so mitbekommen habe, was mir so zugetragen wurde, was mir auch Leute berichtet haben, die die Möglichkeit hatten, diese Einrichtung zu bezogen. Es stellt jetzt aber meine persönliche Meinung dar. Das sage ich auch nochmal an anwesende Pressevertreter, die hier gerade irgendwo sind und nichts zu erkennen geben. Die Koordination in dem Heim ist in meinen Augen ein Graus. Stellt euch mal Folgendes vor. Wir haben aktuell das Problem, und das Problem ist meiner Meinung nach unserer Politik geschuldet. Selbst wir, selbst ich, wir hauen zurzeit alle, die in unser Land kommen, in einen Topf. Und das ist schlimm und das ist irgendwo falsch. Es kommen hier sicherlich genügend Menschen rein, die wirklich keine Lust haben, hier zu sind. Die sind aber froh, dass sie hier in Sicherheit sind, weil sie daheim, entweder weil sie Christen sind und aus dem muslimischen Land kommen, weil daheim einfach mal Gewaltverbrechen verübt werden, weil dort Krieg ist oder weil dort eine politische Meinung vordiktiert sind, die wirklich froh sind, dass sie hier sind. Und ich denke, da geht ihr auch aller der Meinung, wenn jemand kommt, der diese Probleme hat, dann werden wir als Deutsche sicherlich nicht sagen, hau ab, sondern dann sagen wir, bleib hier, wir helfen dir, solange du Hilfe brauchst und solange wir in der Lage sind, dir die Hilfe zu geben. Aber durch die aktuelle Politik, und das ist einfach mal die verfehlte Flüchtlingspolitik, weswegen wir auf die Straße gehen, haut man mittlerweile alle in den Topf. Und das ist nicht nur bei dem Thema so, das ist bei vielen Themen aktuell so.
Dieses Heim ist in meinen Augen völlig überfordert. Ihr müsst euch wirklich mal vorstellen, die Leute, die hierher gekommen sind. Und die erste Woche war es ja wirklich ruhig. Es waren ja wirklich überwiegend Familien drin. Ich habe Geschichten gehört von Angestellten aus Nummer, die tun zum Beispiel verschiedene wertvollere Gegenstände hinter im Lager lagern, zum Beispiel Autobatterien, die sehr schwer sind. Da haben unsere Verkäuferin, die oben sind, die Batterien vorgetragen. Da waren auch Flüchtlinge, Asylanten dabei. Die sind zu den Verkäuferin hingegangen, haben denen die Batterien abgenommen, haben sie mit nach vorne getragen. Also ich sage mal, mit dem ersten Zuwachs, den wir bekommen haben, hatten wir ja wirklich keine Probleme. Man hat nichts Schlechtes gehört. Und ich sage mal, gerade doch nochmal um, ich formuliere es jetzt einfach mal so, nennt man es nicht übel, die Kämpfer an vorderster Front, die kriegen es ja jede Minute live mit. Null Probleme. So. Was ist aber passiert an dem Donnerstagabend? Die haben ja Geld in die Hand bekommen und an die Leute wurden 100-Euro-Scheine verteilt. Und da war zum Beispiel eine Familie dabei, die hatte Freitag früh 7.30 Uhr einen Termin in Chemnitz. Also ich glaube, ihr kennt alle das Problem, versucht mit einem 100-Euro-Schein mit der Citybahn nach Chemnitz zu fahren. Koordination, ganz einfach. Mir ist auch zu Ohren gekommen, dass selbst verschiedene Menschen, die da drin arbeiten, egal welcher Job sie dort nachgehen, sich in dem Heim einfach nicht auskennen. Dass die nicht in der Lage sind, wenn sie sagen, geh mal dort und dorthin, weil du musst den Besuch dort und dorthin bringen, diesen Raum zu finden. Dann um die erstmal eine Viertelstunde durchs Gelände, weil sie sich selber nicht auskennen. Da sollte vielleicht die Wirtschaftsförderung Erzgebirge mal nachdenken, welches Personal dort eingestellt wird und ob das Personal überhaupt qualifiziert davor ist, diese Aufgabe zu übernehmen. Es geht nämlich dort nicht darum, sein Geld zu verdienen und dort einfach Leute zu betreuen. Dort hast du einfach eine Verantwortung. Wenn dort die Betreuung an der falschen Stelle oder an der verschiedensten Stelle schon nicht funktioniert, dann gibt es dort drinnen noch mehr Unmut und selbst unter den Leuten, die hierher kommen und uns eigentlich nichts Böses wollen. Verfehlte Asylpolitik. Es gab auch so einige Vorfälle, aber die Vorfälle, die begannen witzigerweise erst diesen Donnerstag. Diesen Donnerstag, wir haben es wieder durch mehrere Quellen, wurde es uns zugetragen, dass der zweite Einzug vorbesteht. Wir waren dann wieder ab 10 Uhr vor Ort auf der Dorfstraße und haben halt gewartet, wer kommt. Jetzt fragen sich immer viele, na, warum steht ihr dort rum, wollt ihr blockieren, was habt ihr denn vor? Nee, weil wir uns auf gut Deutsch gesagt nicht mehr verarschen lassen wollen. Wir wollen mit eigenen Augen sehen, wer kommt. Kommt dort ein Bus, kommt dort zwei Busse, kommt dort Familien, kommt dort nur Frauen, kommt dort nur Kinder, kommt dort nur Männer. Deswegen sind wir dort. Wir waren wieder dort ab 10 Uhr, nagelt mich nicht fest. Ich glaube, 15 Uhr, 15.30 Uhr ist dann der Bus gekommen. Und natürlich kam er auch wieder unten auf der Dorfstraße angefahren. Da haben sie sich kurz bei der Polizei beratschlagt, festgestellt, ja, wir fahren doch lieber oben rein. Und wo sie dann nach oben gefahren sind, haben sie festgestellt, ach, jetzt ist ja der neue Zaun gebaut worden und das neue Tor, da kommen wir ja gar nicht oben rein. Also hat der Bus auf der Straße angehalten, es war ein Riesenstau und wir standen friedlich auf der anderen Seite. Wir haben nichts gerufen, nichts skandiert. Ich rufe auch die Leute, die dort immer neu dazustoßen, zur Ordnung. Ich sage das auch immer nochmal, ich sage das auch immer in der Lautstärke, dass es die Polizei mitbekommt. Hier wird nichts gerufen, wir sind ruhig und friedlich. So wie zu dem Thema, dort oben wurden Parolen gerufen mit Kanacken oder ähnliches. Dann haben wir mitgezählt. Und mitgezählt haben wir, es sind 35 Männer aus diesem Bus ausgestiegen. Es sind 11 Kinder aus diesem Bus ausgestiegen und es sind 11 Frauen aus diesem Bus ausgestiegen. Der Bürgermeister ist wieder dabei, diese Zahlen so noch zu bestätigen. Ich sage jetzt mal plus minus 1. War ganz schönes Wuling oben. Am Montag werden dann die Briefe wieder rausgehen an die Leute im Dorf, wer wirklich gekommen ist und welche Herkunft sie haben. Und dann ging es los. Ich glaube, keine halbe Stunde später, der erste Krankenwagen mit Blaulicht, zack, rein. Bleibt ruhig, da hatte jemand einen Herzinfarkt. Auch ein älterer Mann und eine ältere Frau vorbei, den scheint es wieder gut zu gehen, war nur ein Herzanfall. Ich glaube, eine Stunde später oder fast zur gleichen Zeit gab es einen Stolperk auf dem Bahnhof einen Vorfall. Da haben sich zwei Asylbewerber geprügelt und mit Bierflaschen traktiert. Daraufhin wurde von Jugendlichen die Polizei berufen und sie haben sie auch abgeführt. Dann war gestern Abend eine Talheim-Veranstaltung das erste Mal. Rege Beteiligung. Was haben sie in der Presse geschrieben? 500 Mann. Es waren bestimmt zwischen 800 und 1200 Mann. Es waren wahnsinnig viele. Es waren wahnsinnig viele. Der Protestzug ging die Badstraße hoch und dann hatten wir doch diesen Parkplatz vom Bad, der wie so ein Rondell gezogen ist. Wir mussten oben warten, wir konnten gar nicht runterlaufen, weil da immer noch Menschen kommen. Also es waren wahnsinnig viele. Ich bin am Überlegen, ob wir der Presse A mal einen Rechenschieber schicken oder B mal fragen, mit welcher Einheit sie rechnen. Es kann ja auch sein, die haben irgendeine Einheit, die zahlen mal 2, ich weiß es nicht, aber 500 waren es nicht. Und dann war es so, zwischen 19.13 Uhr und 19.30 Uhr kam auf wieder ein Krankenwagen mit Blaulicht ins Heim oben gefahren. Und da hieß es wohl, es sei einer gestürzt. So, bevor irgendwelche Gerüchte im Dorf aufkommen,
es gibt zwei Theorien, was passiert sein könnte. Es gibt eine offizielle, bestätigte Sache. Und dann gibt es wieder so eine Geschichte, wo es Quellen gibt, die etwas berichten, die ich persönlich als sehr seriös und vertrauenswürdig einschätze, aber wo ich nie meine Hand hundertprozentig ins Feuer lege, dass es stimmt. Das sind so 90%. Die offizielle Variante ist, dort hatte jemand ein Problem und es war ein suizidaler Versuch, sich das Leben zu nehmen. Wenn es so war, es tut mir leid. Ich glaube, sowas muss niemand in seinem Leben durchmachen, egal wer er ist und wo er herkommt. Und die andere Variante, die ich zu 90% glaube, es war wohl zu Handgreiflichkeiten gekommen, wobei eine Bierflasche zu Bruch gegangen ist und dadurch hat sich jemand einen Arm aufgeschnitten und deswegen kam der Krankenwagen und die Polizei so rucki-zucki mit blaulichten Zeilen eingefahren. Was stimmt, weiß ich nicht. Ich fühle mich zur zweiteren Aussage hingerissen, weil die Leute, die mir das gesagt haben und die Quellen, wo ich den habe, für die Leute würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich will keine Hetze damit verbreiten, seid skeptisch. Ich sage nur eins dazu, weder über Stolberg noch über die beiden Vorfälle gestern stand heute nichts in der Zeitung. Und das wird schon seine Gründe haben. Ansonsten, was Vorfall, ja. Ich sag mal, man geht ja jetzt alle mit offeneren Augen durchs Dorf, viele gehen mit einem Hund spazieren. Ich weiß persönlich, dass in dieser Unterkunft ab 22 Uhr Nachtruhe ist. Mir persönlich hat es gestern nicht gefallen, dass 23.25 Uhr sämtliche Störer per Angelweit aufgestanden haben. Daraufhin habe ich auch unseren Bürgermeister angerufen, habe ihm das gesagt, Nachtruhe ist für mich Tore zu und nee, Licht überall an und Tore auf. Da ist der Sache nachgegangen. Es wurde gesagt, dass die Tore wohl frisch einbetoniert sind und aus dem Grund zur Zeit aktuell nicht geschlossen werden können. Wie gesagt, das ist keine böswillige Aussage vom Bürgermeister. Er informiert sich dann bei den Verantwortlichen der Wirtschaftsförderung Erzgebirge und die geben die Statements raus. Ja? Der Spielplatz ist seit heute auch wieder offen. Es ist ein Thema, ich bin persönlich hin und her gerissen. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, meine ehrliche Meinung. Ich finde, mit den ersten Leuten, die hierher gekommen sind, hatten wir Glück. Es gab keinerlei Probleme. Ich habe niemand was mitbekommen. Ich habe aus dem Dorf nichts gehört. Ich habe vom Norma nichts gehört. Mit dem zweiten Bus, der gekommen ist, meine persönliche Meinung. Tja, hoffentlich haben wir da A. Und entschuldigt mir die Formulierung auch wieder unseren Zuschauern bei YouTube. Haben wir vielleicht einen Griff ins Klo gemacht. Ich sage das bewusst so, es gab gestern einen kleineren Vorfall im Norma. Und zwar war es auch so um die Uhrzeit 19.30 Uhr, wo dieser suizidale Versuch war. Waren vier junge Herren, die am Donnerstag angekommen sind, im Norma einkaufen. Geschlagene 45 Minuten waren die einkaufen. Sind durch die Gänge gewuselt und haben geguckt, ja, man kann 45 Minuten einkaufen, hast du vollkommen recht. Das soll jetzt nicht heißen, jemand, der 45 Minuten einkauft, hat Böses im Sinn. Entschuldigung. Sie waren dort 45 Minuten lang einkaufen, haben den Verkäuferin Avancen gemacht. Spitze. Englisch konnten sie so gut wie nicht. Die Sprache, die sie konnten, können wir leider nicht. Und ich denke, mit der Frage, ob die Verkäuferin Französisch kennen, haben die auch nie gedacht, dass wir die Sprache Französisch beherrschen. Und da sie auch nicht wie Michael Jackson ausgesehen haben, gehe ich mal davon aus, dass der Griff in den Schritt was anderes zu bedeuten hatte. Das ist das, was passiert ist. Mir wurde auch von einer anderen Stelle gesagt, dass ich das vielleicht nicht so kommunizieren sollte. Aber das ist nicht gelogen. Ihr könnt die zwei Verkäuferinnen, die oben anwesend waren, gerne fragen. Das ist die Wahrheit. Und die hatten uns dann angerufen. Die haben gefragt, ob jemand in der Nähe ist. Dann sind wir dort hingefahren. Sag mal, ich bin 29 Jahre alt, ich habe in meiner Jugendzeit auch viel Blödsinn gemacht. Und ich denke, da freche ich jetzt vor allen Dingen mal die Männer an, wenn man mal in eine Situation kommt, wo man vielleicht doch einmal auf Haus sprechen lässt, bevor man eigentlich die kühnen Worte wählen sollte. Aber doch einen kleinen Adrenalinschub in sich. Aber ich sag mal, bis jeder Einzelne diesen Punkt erreicht, dauert es ein Stück. Ich glaube, die Herren wissen, wovon ich rede. Wo ich gestern reingekommen bin mit jemand anderes und ich diese Situation so vorgefunden habe, wo ich die Verkäuferin dort gesehen habe, die Ausstrahlung, wie sie sich gefühlt haben, wie sie sich gefreut haben, dass wir gekommen sind und wo ich gesehen habe, wie diese Herren, die dort sind, auch mir begegneten und welche Ausstrahlung sie gegenüber mich hatten. Ich denke, ihr wisst, was ich gerade meine. Ich weiß nicht, wie ich die Situation anders beschreiben sollte. Ich sage es ganz ehrlich, mir war auch nicht innerlich. Um es mal süß zu sagen. Ihr wisst, denke ich, was ich meine. Ich denke, 100 Mann sind einfach zu viel. Wir hatten am Anfang Glück,
Es sind jetzt überwiegend Männer reingekommen. 100 Mann ist einfach zu viel für diese Einrichtung, für dieses Dorf und für diese Gemeinde. Meine persönliche Meinung dazu. Kommen wir nochmal zu ein paar Fakten. Zum Thema Fakten. Ich bin zurzeit immer viel im Internet unterwegs. Vor allen Dingen, was ich sehr zurzeit liebe, ist die Homepage vom Landratsamt Erzgebirgskreis. Da findet man mal tolle Sachen, die auch manchmal schnell wieder weg sind. Und generell kenne ich auch viele Leute. Also viele haben ja schon das Gerücht gehört, dass es im Gespräch wäre, das Haus 1 zu belegen. Haus 1 meine ich jetzt das alte Krankenhaus. Wisst, was ich meine. Wo dieses Gerücht aufgekommen ist, war ich gerade zufällig in der Nähe, das war früher halt 9, ich dachte, Mensch, fährst du mal rechts ran, da hat gerade einer Laub gefegt, das war der Hausmeister. Also wenn einer was weiß von einem Objekt, dann ist es der Hausmeister. Brauchen wir klubsch alle nicht drüber reden. Ich habe den Hausmeister gefragt, der Hausmeister hat gesagt, er kann es sich nicht vorstellen, weil das komplett archiviert ist. Wenn wir jetzt aber mal in Betracht ziehen, dass bis Ende des Jahres 400 Asylbewerber pro Woche im Erzgebirgskreis untergebracht werden und ab Januar diese Zahl sich von 400 auf 600 pro Woche erhöht, wissen wir, wir haben ja ein Krankenhaus, wo Platz ist, was dementsprechende Räume hat. Und zum Thema, die haben dort ein Archiv drin, die werden das nicht leerräumen, sage ich ganz ehrlich, Entscheidungsträger, die nicht davor zurückschrecken, Spanplatten auf Schwimmbecken zu schrauben, haben sicherlich auch kein Problem damit, ein Archiv im Krankenhaus 1 leer zu räumen. Gedankenstrich, unten im Landratsamt, wo sie jetzt drin sind, links, das war auch mal Archivgebäude. Was aktuell auch wieder sehr interessant ist, ist das Thema Turnhallenbelegung. Das ist wohl ein Gespräch, das ist Mitte November. Moment, den Satz muss ich anders anfangen. Das ist keine kreiseigene Turnhalle, die gehört uns. So, jetzt kann ich weitermachen. Es ist wohl im Gespräch, dass ab November die Turnhallenbelegung hier im Erzgebirgskreis in Fokus rückt. Die dürfen aber nur kreiseigene Turnhallen per Gesetz belegen. Und jetzt sind wir wieder an diesem schmalen Grat, wo wir uns als Niederdorfer, wo wir uns als Veranstalter jeden Tag bewegen. Dann laufen wir auf Messerschneide, müssen verdammt aufpassen, in welche Richtung wir abgleiten. Und da meine ich jetzt nicht politisch, als ob mich einer als links oder als rechts bezeichnet, das ist einfach nur eine politische Einordnung. Ich denke, mit dem, wie die Leute auf die Straße gehen und hier stehen, das ist das, was die CDU früher mal ausgemacht hat. Aber das haben die auch ein bisschen vergessen, wo die hergekommen sind. Mir geht es einfach nur darum, das ist keine kreiseigene Turnhalle, die gehört Niederdorf. Gesetzlich dürfen sie hier keine Bewerber unterbringen, nur im Katastrophenfall Erdbeben, Hochwasser, Vulkanausbruch, was es da nicht alles gibt. Weil das Gesetz aussagt. Ich sage mal, die Asylpolitik ist eigentlich auch nur zustande gekommen und es gibt aktuell die Probleme, weil sie sich halt näher an die Gesetze gehalten haben. Ob die jetzt davor zurückschrecken, uns unsere Turnhalle zu nehmen oder unsere Turnhalle nicht, das weiß ich nicht. Aber denkt einfach alle mal drüber nach. Ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit ist einfach mal nichts sicher. Die Zahlen, wie viele kommen, das habe ich euch schon genannt. Ja, wie geht es generell weiter? Man hatte ein bisschen den Eindruck erlebt, auf den letzten Veranstaltungen ist es viel los. Ist es Freitag Niederdorf, nächste Woche wieder Jahnsdorf, Sonntag ist Stolberg, morgen ist Burgartsdorf, gestern war Tollenheim, Mittwoch ist Einsiedel. Also man könnte wirklich jeden Tag auf eine Demonstration gehen. Man kann es aber nicht. Man hat auch noch ein Privatleben, man hat Arbeit und man muss sich auch mal um was anderes kümmern. Und da wir nicht wollen, dass die Leute demonstrationsmüde werden, ist eine Großveranstaltung geplant. Die dürfen wir aber so jetzt so offiziell noch nicht bewerben. Sie findet aber eventuell bald statt. Eventuell diesen Monat. Und sobald wir dieses Datum offiziell bekannt geben dürfen, werden wir die Veranstaltung auch bewerben. Es ist folgendermaßen angedacht. Es ist schön, dass zu jeder Veranstaltung 300, 500, 700, 800 oder 1000 Mann kommen. Wir wollen es aber versuchen, dass wir wechselseitig Veranstaltungen durchführen. Zum Beispiel mal in Stolberg, zum Beispiel mal in Talheim, zum Beispiel mal in Niederdorf und Jahnsdorf. Wo diese ganzen Bürgerbewegungen, die sich hier ringsherum im Kreis etabliert haben, zusammenkommen und zentral mal eine Demonstration auf die Beine stellen. Dass wir einfach mal Kraft und Stärke demonstrieren, weil Großveranstaltungen lassen sich auch schwieriger totschweigen, wie wenn wir nur so hier stehen. Das meine ich jetzt nicht falsch, ich denke, ihr wisst, wie ich das meine. Und es macht es auch für viele Leute einfacher, die vielleicht sagen, oh Mensch, heute ist Stolberg, ich würde gerne hingehen, aber es geht nicht. Wir versuchen einfach mal bitte eine Koordination alle zusammenzufinden.
Wir hier als Niederdorfer behalten uns es aber vor, euch wieder mit Flyern in den Briefkästen zu beglücken, wenn wir der Meinung sind, wir sollten vielleicht nächste Woche noch was einberufen, weil es einfach die Zeit bedarf und weil es Vorfälle gab, die offen kommuniziert werden müssen. Bevor ich jetzt zu meinem Credo komme, gab es noch etwas, was einigen Leuten im Dorf, vielleicht auch Anwesenden, ich weiß es nicht, negativ aufgestoßen ist. Und zwar waren wir am Montag bei Pegida in Chemnitz. Warum waren wir bei Pegida in Chemnitz? Pegida in Chemnitz ist auf uns zugekommen und hat gefragt, ob es möglich wäre, dass wir in Chemnitz sprechen. Dass wir uns vorstellen, was hat uns dazu bewegt, auf die Straße zu gehen, wie ist es dazu gekommen, wie hat es sich entwickelt. Da war Burkhardsdorf mit dabei, da war Jansdorf mit dabei, da war Stolberg, der Klaus Sorgen mit dabei. Und ich als Redner war mit dabei. Ich habe dort auch klare Worte gefunden, dass Namen in der heutigen Zeit in meinen Augen ein notwendiges Übel sind und dass wir, denke ich mal, alle durch die Presse gehetzt werden. Und es geht nicht darum, ob die Pegida eine Veranstaltung macht, ob Niederdorf eine Veranstaltung macht oder Burkhardsdorf. Es geht um die Leute, die kommen und dass Veranstaltungen durchgeführt werden. Rennt keinen Namen hinterher. Ich denke mal, auf jeder Veranstaltung fallen auch ab und zu mal Worte, die unbedacht vielleicht waren und in ein Spektrum rücken, wo wir alle nicht hinwollen. Aber nur weil wir uns auf der Pegida haben sehen lassen, heißt noch lange nicht, dass wir Pegida-Simba die Satten sind und die absoluten Nazis. So sind Meinungen auf mich zugetragen worden, das war nicht unser Ansinn. Wir haben uns dort lediglich vorgestellt. Und die Leute, die so eine Meinung haben, die hören, dass wir dort waren. Und die Reden, die dort gesprochen werden, nach einer Minute wegklicken, hört sie euch doch einfach mal ganz an und tut euch nicht vorschnell ein Urteil bilden. Das machen unsere Politiker schon, macht's doch nicht einer. Jetzt komme ich zu meinem Credo. Ein Credo ist eigentlich was Kurzes, bei mir ist es ein bisschen länger ausgefallen. Aber bevor ich es noch vergesse, wir haben noch jemanden, der hat ein feines Schild gemalt. Und ich habe auch versprochen, sie hat gedacht, es geht in der Menge unter, dass ich es mal vorlese. Leicht gedichtet, ich lese es mal vor. Niederdorf braucht kein Heim. Ein Mehrgenerationshaus, das wäre fein. Niederdorf ist kein Schlaraffenland und nicht verschuldet. Gewalt, Diebstahl, Betrogen werden hier nicht geduldet. Bin ich stolz. Bevor ich jetzt zu meinem Credo komme, meistens kriege ich wieder Ärger von einem Freund aus Pirna, der immer zu mir sagt, bitte, wenn du dein Credo gesagt hast, hast du noch die Klappe zu halten. Bleibt gewaltfrei und friedlich, seid wachsam, passt auf, guckt wieder nach links, nach rechts und nach hinten, wer heute hier steht, unterhaltet euch, redet miteinander und vor allen Dingen, wenn ihr mal normal seid, so doof wie es klingt, redet mal mit den Frauen, die dort arbeiten, bleibt vielleicht einmal 5 Minuten länger an der Kasse stehen, zeigt einfach, dass ihr da seid und lasst niemanden heutzutage alleine. Ist es schnell, was passiert, wir hoffen, dass es ruhig bleibt, aber es kann auch nichts kippen. Jetzt komme ich zu meinem Credo. Und ich hoffe, an euren Applaus werde ich nachher erkennen, dass ihr dessen zustimmt. Jeder, der an dieses in unser Land kommt, weil er vor Krieg oder Verfolgung flüchtet, ist willkommen. Jeder Mann, der kommt und Angst um seine Familie hat, weil Krieg oder politische sowie religiöse Verfolgung droht, ist willkommen. Wir werden alles tun, um euch zu helfen, solange ihr diese braucht, solange wir diese geben können. Jeder, der hierher kommt, vor allem aus wirtschaftlichen Aspekten, weil er unser Sozialsystem nutzen will. Jeder Dschihadist oder Andersgesinnte, der ja herkommt, um sich Untergrundmoscheen anzuschließen, welche sich schon zu zahlreich in unserem Land etabliert haben, dem sei eins gesagt, wir sind Deutsche. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie ihr unsere Gesetze, unsere Werte, unsere Kultur mit Füßen tretet. Wir werden da sein und kämpfen. Und das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Danke, Niederdorf. Entschuldigung. Ihr werdet euch bestimmt fragen, wo unser Banner heute abgehangen ist. Haben ein neues Banner. Niederdorf sagt zwar immer noch Nein zum Heim, aber als Zeichen der Kompromissbereitschaft, weil viele sich vielleicht noch an diesem Slogan stoben, und ich denke, der Slogan ist auch zeitgemäßer, Niederdorf bleibt stark. Ich denke, das ist für die Zukunft auch gewinnbringender und Zielführer für unsere Aktion. Und wir nehmen unseren Kritikern, egal aus welchen Ecken sie kommen und egal, ob es die Medien sind oder nicht, immer mehr Wind aus den Segeln. Deswegen, Niederdorfer, bleibt stark. Danke.
Gibt es noch jemand, der etwas sagen möchte? Danke, Thomas! Dankeschön! Du sollst generell mal Kritik, Anregungen, Wünsche geben. Kommt auf uns zu, redet mit uns, es ist überhaupt kein Problem. Okay? Ah jo, du hast mir die Frage gestellt, ganz genau. Gesundheitszustand, also... Das ist auch wieder so. Es ist... Ich beantworte die Frage mal anders. Wenn ich in der Zeitung lese oder ARD oder ZDF anschaue und mitkriege, dass die Ansatzweise der Wahrheit erzählen, kriege ich Angst. Weil wenn die schon damit anfangen und ich mir vorstelle, dass sie es nur ansatzweise erzählen, will ich gar nicht wissen, wie es wirklich ist. Jetzt beantworte ich die Frage, wie ist der Gesundheitszustand? Die Auskunft, die uns gegeben wurde von offizieller Stelle, ich habe da auch den Bürgermeister ein bisschen angespitzt und bin hintenrum der Sache immer selber nochmal nachgegangen. Ich sichere mich zur Zeit einfach ab, obwohl ich unserem Bürgermeister voll vertraue und ich weiß, dass er hinter uns steht. Sie werden in der Erstaufnahmeeinrichtung untersucht. Nebensatz, sie kommen in der Regel untersucht her, aber wir wissen alle, dass es zu wenig Ärzte gibt, um alle ordentlich untersuchen zu können. So ist der aktuelle Gesundheitszustand der Flüchtlinge. Sie werden in der Erstaufnahmeeinrichtung untersucht, es gibt aber zu wenige Ärzte, um sicherzustellen, dass alle untersucht werden. So lautet das offizielle Statement. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, mit Sicherheit. Also ich habe auch heute ein Schreiben gelesen von einer Schule in der Sächsischen Schweiz, dass dort die Grätze ausgebrochen ist. Ich sage jetzt mal, wenn wir irgendwann mal Läuse lesen, müsst ihr jetzt nicht schreien, das haben wir uns in Asylanten gebracht. Ich sage mal, das gibt es ja bei uns immer noch, es kommt einfach mal vor. Aber ne? Katze. Also so ist der aktuelle Gesundheitszustand, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ansonsten ist jetzt wieder soweit für einen Blick auf die Uhr. Wir haben es 18.46 Uhr. Wir haben heute keine Polizei anwesend, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist. Wir haben uns darum gekümmert, dass wir selber die Straßen absperren. Immer A, auch die Beamten ein bisschen entlasten und B, die Sicherheit haben wir ein bisschen mehr in den eigenen Händen. 18.46 Uhr, mein Vorschlag, wer Interesse hat, trinkt noch was, esst noch was. Und dass wir uns dann spätestens in 9 Minuten, das wäre dann 18.55 Uhr, wieder unten am Graben sammeln und dann laufen wir wieder über den Spielplatz raus und laufen wie ein kleines Ringel. Dankeschön.